Herzlich willkommen zur Folge 661 von Elder Scrolls Online. Wir sind hier wieder auf Morrowind und zwar genauer gesagt in Zaedanin. Hier unten also. Das ist die erste Stadt, die man normalerweise betritt. Wenn man in das Spiel kommt, kommt man entweder über den Hafen nach Zaedanin. Man kann aber, soweit ich weiß, auch nach Vivec kommen. Und heute geht es um eine Problemlösung, nämlich um diesen Zettel hier, um die Notiz des Kapitäns auf der Feuerfalterinsel. Wenn man einen neuen Charakter spielt und diesen das Tutorial von Morrowind durchspielen lässt, dann beginnt man auf der Feuerfalterinsel und wird damit mit dem Tutorial, mit den grundlegenden Spielelementen vertraut gemacht und muss dann von der Feuerinsel fliehen. Ich habe das mit Farinil damals gezeigt. Farinil, meine Waldelfe, ist ein echter Morrowind-Charakter und hat hier also auf der Feuerfalterinsel begonnen. Und die hat damals den Zettel hier auch übersehen. Ich habe das schon überprüft, wahrscheinlich weil mein Bücher-Add-on damals diese Zettel noch nicht kannte. Die sind erst später hinzugefügt worden, dann bin ich dran vorbeigelaufen. Und jetzt habe ich im Internet nach einer Lösung gesucht, wie ich mit nicht Morrowind-Charakteren, wie zum Beispiel Serana, diesen Zettel hier bekomme. Dazu muss ich nämlich auf die Feuerfalterinsel und von hier aus rüberschwimmen, das geht nicht. Da werdet ihr von Schlachterfischen gefressen. Das könnt ihr also vergessen. Ich habe es ausprobiert, spaßhalber. Man kann auf diese Insel rüberschwimmen und das gegenüberliegende Ufer hier mal aus der Ferne betrachten. Das kann man machen, wenn man näher ran will und eine Sightseeing-Tour machen. Das habe ich auch noch vor in dieser Folge. Muss man schon auf die Feuerfalterinsel und dann ist man näher am gegenüberliegenden Ufer. Und das ist auch ein Grund, warum ich da mal drüber will und ein paar schöne, ja, Touristenbilder zu machen. So, jetzt müssen wir also, wenn wir diese Notiz des Kapitäns haben wollen, irgendwie auf diese Feuerfalterinsel ran. Und da habe ich im Internet nach einer Lösung gesucht. Wenn ihr also von dem Schiff in Zaedanin auf die Steuerbehörde dazu lauft, dieses Gebäude hier, und euch von hier aus nach links wendet Richtung Leuchtturm, seht ihr schon einen Questmarker auftauchen, falls ihr diese Quest noch nicht erledigt habt. Und mit der sprechen wir jetzt mal. Die wird uns eine Quest geben, die uns auf die Feuerfalterinsel bringen kann. Auf Anordnung der stellvertretenden Gouverneurin, bei der es sich zufälligerweise um mich handelt, ist der Leuchtturm bis auf Weiteres geschlossen. Andererseits bin ich auf der Suche nach einer Fremdländerin, die gewillt ist, ein bisschen Arbeit zu übernehmen. Über welche Art von Arbeit sprecht ihr? Ich brauche jemanden ohne jegliche Verbindung zu dieser Gegend, um für mich etwas unter die Lupe zu nehmen. Offenbar ist jemand in den Leuchtturm eingebrochen. Die Flamme wurde gelöscht. Infolgedessen ist ein Schiff an der Küste aufgelaufen. Wir fanden weniger Leichen als erwartet und auch weniger Überlebende. Ihr möchtet, dass ich herausfinde, wer die Flammen gelöscht hat? Ich vermute Sklavenjäger dahinter, was bedeutet, dass sie Hilfe hier aus der Stadt hatten. Ich finde das unerträglich. Findet heraus, wer die Lampe des Leuchtturms gelöscht hat. Diese Person wird uns zu den Sklavenjägern führen. Fragt Delms. Der hatte in dieser Nacht Dienst. Er ist im Leuchtturm. Ich werde mit der Leuchtturmwache sprechen. Ich muss beim Aufseher vorbeischauen. Seine Arbeiter durchsuchen das Wrack und ich möchte wissen, was sie entdeckt haben. Jo, gut. Jetzt, wenn wir mal den Dialog vergleichen mit dem, was Farinil bekommen würde. Die ist, wie gesagt, ein echter Morrowind-Charakter und ich vermute, dass der Dialog sich da ein wenig anders abspielt, weil sie ja praktisch dem Sklavenjägern schon entkommen ist. Und das überprüfen wir jetzt mal. Jetzt wechsle ich mal den Charakter auf Farinil. So, jetzt habe ich zu Farinil gewechselt. Die ist mittlerweile ausgewachsene V1147. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, wann sie das erste Mal in meinem Let's Play zu sehen war. Das war Folge 501. Da hat sie sich in Vivec, also hier, das Gratiszimmer gesichert. Hier unten irgendwo. Hier spielt sich das ab. Und in Folge 502 hat sie das Tutorial mit der Feuerfalterinsel durchgespielt. Ich überprüfe das nochmal, weil ich jetzt nur auf die Schnelle überprüft habe, aber das dürfte tatsächlich so gewesen sein. Zum Glück speichere ich ja meine Videobeschreibungen an alle in Textdateien. Deswegen kann ich über die Textsuche,
relativ leicht, solche Sachen nachzuvollziehen. Aber auch sie hat damals die Notiz des Kapitäns übersehen. Und wenn das der Fall ist, dann muss sie ja irgendwie wieder zurück auf die Insel. Ansonsten kommt sie an diesen Zettel nicht ran, wenn sie den beim ersten Besuch verpasst hat. Und das versuche ich jetzt hier in dieser Folge zu zeigen als Problemlösung, weil ich bin sicher nicht der Einzige, der das Problem hat, diesen Zettel zu kriegen. Und deswegen werde ich die Videobeschreibung entsprechend verfassen, damit man das findet. Und übrigens hier, das werde ich jetzt nicht zeigen, aber da war ich vorhin schon mal, als ich versucht habe, darüber zu schwimmen. Da liegt eine Leiche von jemandem, der versucht hat, ja, nach Morrowind zu gelangen und auch den Sklavenjägern in die Hände gefallen ist. Den Text habe ich jetzt hier mit Farinin noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich ja am Rückweg irgendwie Gelegenheit, diese beiden Zettel anzuschauen. Jetzt reden wir mal und schauen mal, ob es bei den Dialogen Unterschiede gibt. Auf Anordnung der stellvertretenden Gouverneurin, bei der es sich zufälligerweise um mich handelt, ist der Leuchtturm bis auf Weiteres geschlossen. Andererseits bin ich auf der Suche nach einer Fremdländerin, die gewillt ist, ein bisschen Arbeit zu übernehmen. Über welche Art von Arbeit sprecht ihr? Ich brauche jemanden ohne jegliche Verbindung zu dieser Gegend, um für mich etwas unter die Lupe zu nehmen. Offenbar ist jemand in den Leuchtturm eingebrochen. Die Flamme wurde gelöscht. Infolgedessen ist ein Schiff an der Küste aufgelaufen. Wir fanden weniger Leichen als erwartet und auch weniger Überlebende. Ja, Farinil ist ja im Prinzip eine dieser Überlebenden. Ihr möchtet, dass ich herausfinde, wer die Flamme gelöscht hat? Ich vermute Sklavenjäger dahinter, was bedeutet, dass sie Hilfe hier aus der Stadt hatten. Ich finde das unerträglich. Findet heraus, wer die Lampe des Leuchtturms gelöscht hat. Diese Person wird uns zu den Sklavenjägern führen. Fragt Delms. Der hatte in dieser Nacht Dienst. Er ist im Leuchtturm. Ich werde mit der Leuchtturmwache sprechen. Ich muss beim Aufseher vorbeischauen. Seine Arbeiter durchsuchen das Wrack und ich möchte wissen, was sie entdeckt haben. Ich glaube, die Option gab es vorhin bei Serana nicht. Ach, ich weiß es nicht. Habt ihr irgendwelche Überlebenden des Schiffsbruchs gefunden? Bis man uns alarmierte und wir in Bewegung waren, war wertvolle Zeit verstrichen. Wir konnten nur einige wenige retten. Doch größtenteils fanden wir nur diejenigen, die ertrunken oder an den Felsen zerschmettert worden waren. Doch auch so waren wir weit von der Zahl an Seelen entfernt, die ein solches Schiff übers Meer trägt. Diese Optionen hatte Serana sehr wohl. Allerdings habe ich das beim ersten Mal die Optionen durchlaufen lassen, also vorgelesen, und danach festgestellt, dass die Videoaufnahme nicht lief. Beim zweiten Mal, als ich die Videoaufnahme dann laufen ließ, das standen mir diese Optionen bei Serana nicht zur Verfügung. Das hat jetzt also nichts damit zu tun, dass Farinil ein Morrowind-Charakter ist, ne? Gibt es etwas, was ich über das Schiff wissen sollte, das dieses Unglück erlitten hat? Es war ein ganz gewöhnliches Segelschiff vom Festland. Ich nehme an, es transportierte die übliche Mischung aus Fracht und Reisenden, die es zu unseren grünenden Gestaden zog. Ich glaube nicht, dass ein solches Schiff auf diese Fahrt geht, ohne sich vorher den Laderaumrand voll zu machen. Verdammte Sklavenjäger! Warum habt ihr Sklavenjäger in Verdacht? Also auch diese Option hatte Serana beim ersten Mal. Seit unsere Übereinkunft mit dem Pakt wirksam ist, ist die Sklaverei in den allermeisten Regionen von Morrowind verboten. Doch damit haben wir Sklavenjäger nur in den Untergrund getrieben. Diese ganze stinkende Sache riecht nach ihnen. Dann ist Sklaverei hier also verboten? Hier und in allen Territorien, die von den großen Häusern kontrolliert werden, welche den Ebenherzpakt unterstützen. Falls es euch aber in das Revier der Drees oder der Telvanni verschlägt, liegt der Fall anders. Dort ist dieser Brauch noch sehr lebendig. Daher rühren auch meine derzeitigen Ärgernisse. Erzählt mir von Seidanen. Wir sind nur ein kleiner Außenposten an der Bitterküste, aber ich sehe uns gern als das Tor nach Wardenfell. Von hier aus sind Vivec und die anderen Orte im Inland leicht zu erreichen. Gouverneur O'Melian hat das Sagen, auch wenn ich ihn je nach Bedarf unterstütze. Jo, dann lebt wohl. Gut. Also die Dialoge unterscheiden sich nicht zwischen einem Morrowind-Charakter und einem älteren Charakter, der nicht in Morrowind gestartet ist. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich das nochmal filmen musste mit Serana, waren beim zweiten Durchlauf die nicht mehr dieselben Optionen verfügbar. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ist halt so. So, ich habe jetzt die Quest aktiv, ja. Durch den Nebel sprecht mit Feldwebel Delms. Ah ja, zum Turm, der ist da hinten.
Heute ist, Moment, der 26.09.2019, 7.06 Uhr in der Früh. Ja, ich konnte nicht mehr schlafen und das Beste, was ich machen kann, ist, bevor ich mich darüber ärgere, dass ich nicht mehr schlafen kann, eine Folge Elder Scrolls Online aufnehmen. Ist besser, als sich zu ärgern. Gut, Leuchtturm von Seidanen. Ich denke, ich schalte mal um auf die... auf die Controllersteuerung, so. Übrigens ausgerüstet ist Serana, das wollte ich euch auch noch zeigen. Quatsch, Serana Farnil ist ausgerüstet mit dem Yskramor-Set. Gesetz von Julianus, außerdem 5 Teile Yskramor, weil als Hüterin hat sie ja sozusagen einen Bonus auf Frostfähigkeiten und das Yskramor-Set verstärkt die Frostfähigkeiten noch, wenn ihr den 5er Set-Skill mal anschaut, fügt 391 Magiekraft zu euren Kältefähigkeiten hinzu und dann in Verbindung noch mit einem Froststab, das kann man jetzt hier nicht richtig sehen, weil es aus dem Bildschirm raus ja, wie mache ich denn das jetzt kenntlich? So, ja, läuft aus dem Bildschirm raus, zu viel Information auf einmal. Haben wir gleich, Moment, kurz Flammenstab ausrüsten. Schauen wir uns halt hier an. Das ist also der Froststab. Ich brauche nicht den Froststab von... ich brauche den von Julianus als nächstes. Das ist also der Froststab. Verursacht 3344 Frostschaden. Ich habe also ihre Eigenschaften, dass sie halt einen Bonus auf Frostschaden hat, habe ich stattgegeben, indem ich das... sag mal, ich habe doch gerade aufgeladen. Was ist denn da los? Achso, ja, da muss aufgeladen werden, mein Fehler. So, habe ich also stattgegeben, indem ich ihr entsprechende Ausrüstung verpasst habe. Und eigentlich wäre ich dumm, wenn ich die Frostfähigkeiten nicht auch vorführen würde. Ich tue mal die Winterkältefähigkeiten mit rein. Mir reichen eigentlich, muss ich nicht so viele Zauber haben. Das ist also... Kältefähigkeit, den werde ich auch nicht brauchen. Da kann ich stattdessen... den werde ich auch nicht brauchen. Mir reicht der hier zur Heilung eigentlich. Machen wir es so. Und dann noch einen Winterkälte zur Vorführung. Gefrorene Vorrichtung, ja, der ist lustig, den nehmen wir auch noch mit. Also ein bisschen Flächenschaden. Ich möchte dir jetzt bei der Gelegenheit auch nochmal zeigen. Sinnvoll sortieren. Also das Ding hier, Beschwerdenportal. Ihr werdet es sehen. Ich habe vor, es euch zu zeigen, wie das funktioniert. Bisschen tricky das Ganze, aber... naja. Diese Frostfähigkeiten sind natürliche Fähigkeiten von... von ihr als Hüterin, deswegen kann ich die auch mit einem total verpeilt gerade, Moment. Deswegen kann ich die auch mit einem Heilungsstab anwenden, ja? Könnte ich also mischen zwischen einer Heilungsstab, Heilfähigkeiten und ja, nicht nur das, sondern ich kann das auch mit einem Flammenstab in Verbindung bringen. Da ich momentan eh keine Heilungsstabfähigkeiten ausgerüstet habe. Warum macht er das jetzt nicht? Du sollst das ausrüsten. Was ist denn da wieder los? Naja, egal. Dann lassen wir's. Mir ist nicht wichtig genug. Ich rede mit dir, Feldwebel Delms. Hallo. Fliege ich gerade aus dem Spiel raus oder was bedeutet das? Also das sind so typische Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt und ich aus dem Spiel rausfliege.
Irgendwas ist hier faul. Ich schneide das mal raus. Jo, da bin ich wieder. Mein Instinkt war goldrichtig. Ich bin tatsächlich vom Internet getrennt worden. Also ich halte das langsam für eine Verschwörung. Ich soll wohl davon ferngehalten werden, endlich diese Notiz des Captains zu bekommen. Also das muss eine Verschwörung sein. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Okay, reden wir mal mit Feldwebel Delves. Inzwischen hat übrigens auch die Ausrüstung mit dem Flammenstab geklappt. Also ich mache jetzt Frostschaden mit dem Flammenstab. Ja, das geht schon. Und Einzelschläge sind dann natürlich schwere und leichte Schläge sind dann natürlich Flammenschaden. Aber ansonsten kann ich die auch mit einem Flammenstab oder mit einem Blitzstab nutzen. Und auf dem Froststab habe ich dann die Zerstörungsstab Frostzauber. Gut, jetzt reden wir endlich mal mit Feldwebel Delves, bitte. Halt! Hier oben darf niemand sein. Die stellvertretende Gouverneurin Salvi möchte, dass ich das Schiffswrack untersuche. Sie hat euch gebeten, dass... Eine Fremdländerin? Reicht es denn nicht, mich auf unbefristete Zeit zum Bewachen der Flamme hier oben zu verdonnern? Muss sie jetzt auch noch Hilfe von außerhalb der Hauswache suchen? Ach, womit sonst könnte ich denn auch nach den nächtlichen Ereignissen neulich rechnen? Erzählt mir, was geschehen ist. Hallo? Schon wieder Internetprobleme oder was? Meine Nerven. Ich glaube, ich muss die Videoaufnahme später fortsetzen. Wenn das wirklich so ist, dann bringt das jetzt nichts, wenn ich jetzt dauernd vom Internet getrennt werde, aus irgendeinem Grund. Ja. Sieht wohl so aus. Dann machen wir das so. Findun hat anlässlich des Geburtstags von Wachhauptmann Betis ein Fass seines edelsten Tropfens geschickt. Starkes Zeug. Wir konnten nach nur einem Becher kaum noch die Augen offen halten. Das gesamte Regiment lag noch vor Sonnenuntergang flach. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass das Feuer ausgegangen war. Ja, Alter, das war knapp. Ich wollte gerade die Aufnahme stoppen. Dann wisst ihr also nicht, wer die Flamme gelöscht hat? Passt auf. Nachdem ich das Krachen und Bersten von der Küste hörte, konnte ich doch gar nicht anders, als loszugehen und Alarm zu schlagen. Schätzt Wasser treibt sich gern am Leuchtturm herum. Vielleicht hat sie etwas bemerkt. Wenn ihr schon unsere Aufgaben übernehmen wollt, dann solltet ihr mit ihr sprechen. Schätzt Wasser klingt nach Arkonia, ne? Gut, dann machen wir das. Queststatus. Jemand hat die Lampe im Leuchtturm von Saidanen gelöscht, um ein Schiffsunglück auszulösen. Die stellvertretende Gouverneurin Demina Salvi vermutet, dass Sklavenjäger dahinter stecken und hat mich um Hilfe bei ihren Ermittlungen gebeten. Feldwebel Delms meinte, die gesamte Wache wäre in dieser Nacht unpässlich gewesen. Nachdem sie den Geburtstag des Hauptmanns feierte, Delms denkt, dass schätzt Wasser etwas gesehen haben könnte. Ich sollte mit ihr sprechen. Dann tun wir das. Ja. Controllersteuerung. Mal schauen, was mich noch alles davon abhält, diesen blöden Zettel des Kapitäns zu finden. Irgendwelche Tricks werden sich die Verschwörer schon einfallen lassen. Ja, nachdem das jetzt mit der Internettrennung nicht geklappt hat, müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Wir dürfen gespannt sein. Ja, vielleicht rauscht jetzt dann, was weiß ich, irgendein Meteor auf den Internetknotenpunkt ein. Oder sie baggern an der Baustelle, an der Eisenbahn mal wieder die Leitung an. Das hatten wir neulich, da hatte ich 5 Tage danach kein Internet, bis die das wieder in Ordnung gebracht haben. Ja, also irgendwas werden die sich, diese Verschwörer, schon einfallen lassen, um mich zu ärgern. So, schätzt Wasser. Ist natürlich nur Spaß, ne, mit der Verschwörung. Entschuldigt bitte. Eure schmutzigen Fußbedeckungen verdrecken mir meinen Teich. Ach was, ist das so? Wart ihr in der Nacht des Schiffsunglücks hier? Habt ihr in jener Nacht jemanden in der Nähe des Leuchtturms gesehen? Ihr redet aber unverblümt. Da verdorrt mir die Zunge und die Antworten vertrocknen mir im Mund. Geht und belästigt jemand anderen mit euren sengenden Fragen. Ja, seid ihr auf Gold aus, um meine Fragen zu beantworten? Nö, sehe ich gar nicht ein. Die ist unverschämt, wir schüchtern sie ein. Es kann euch auch die stellvertretende Gouverneurin fragen. Nein, es gibt keinen Grund, die Stellvertreterin des Gouverneurs hier hineinzuziehen. Oder die Hauswache.
Wenn ich deren Atem im Nacken spüre, schnurren mir sämtliche Schuppen zusammen. Ich habe in jener Nacht jemanden am Leuchtturm gesehen. Ach was, plötzlich geht's ja. Wen habt ihr in jener Nacht des Leuchtturms gesehen? Na, wen denn nun? Ihr stellt immer wieder die falsche Frage. Ich habe in dieser Nacht niemanden gesehen, sondern jemanden gespürt. Dieser jemand erzeugte ein Kräuseln des Wassers. Ich fühlte, wie er an dem Baum angehalten hat, der über meinen Teich ragt. Dann zog er weiter in Richtung Leuchtturm. Schaut euch den Baum an, Feuchte. Und euch kam nie in den Sinn, beim Baum nachzuschauen? Ich mag es, wenn mein Wasser ruhig bleibt. Still. Stochert man darin herum, kräuselt es sich. Und wenn es sich kräuselt, werden noch mehr Fragen aufgeworfen. Tja, Gut, dann schauen wir mal bei dem Baum nach. Baumöffnung durchsuchen. Mein goldenes Kind, das ihr das Licht verdunkeltet, war ein wahrer Segen für unsere heiligen Pläne. Wir trieben das Piratenschiff in die Felsen und befreiten jene, die unrechtmäßig eingesperrt waren. Die betäubten Wachen schliefen die ganze Zeit, wie wir beabsichtigt hatten. Sorgt euch nicht über Verluste von Leben. Die Unschuldigen überlebten und die Bösen starben. Führt euch eure gerechte Belohnung mit dieser Nachricht vor Augen und macht euren Frieden damit. Ihr solltet uns an diesen Worten erkennen. Das Ende der Worte ist Almsivi. Okay, mal schauen. Da hat wohl jemand versucht, die Sklaven zu befreien, was ja an und für sich ein löbliches Anliegen ist, ne? Wärt ihr so freundlich und würdet weitergehen? Ihr stört die Strömung. Das Ende des Wortes ist Almsivi. Vom Gerede über Götter jucken mir die Schuppen. Wenn es die lebenden Götter wirklich kümmern würde, würden sie mich nicht leiden lassen. Und jetzt nehmt euren frömmelnden Unfug und versucht ihn jemand anderem zu verkaufen. Okay, falsche Zielperson. Gut, ich hab's verstanden. Ja, kein Grund, so unhöflich zu werden. Ja, gut. Marise Rotrano. Willkommen in unserem Laden. Schaut euch gerne um. Das Ende der Worte ist Almsivi. Nicht so laut. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber was ist geschehen? Ich dachte, ich hätte zum Übergabepunkt kommen sollen. Ihr seid doch aber nicht den ganzen weiten Weg hierher gekommen, nur um mir meine Belohnung zu geben, oder? Ich habe eure Belohnung. Jetzt schon? Lasst mich mal sehen. Oh, das ist ja wunderschön. Ich liebe es, für das Tribunal zu arbeiten. Es Aha. ist um so vieles besser, als zu versuchen, sich in Vivek als Dieben durchzuschlagen. Aber wo ist euer Helm? Ich habe noch nie eine Ordinatorin ohne ihre Uniform gesehen. Okay, das war vielsagend. Das war hilfreich. Sie hält mich für eine Ordinatorin. Und sie meint, das Tribunal schickt uns, ne? Und jetzt, eigentlich sollte ich jetzt nicht so antworten, aber was hilft's? Ein Ordinator hat euch befohlen, den Leuchtturm zu sabotieren. Das ist die falsche Frage. Sie wird mir wahrscheinlich jetzt nichts mehr erzählen. Oh, stimmt. Wir sollten an einem derart öffentlichen Ort nicht über Ordinatoren und das Tribunal reden. Aber es ist schon schön, zur Abwechslung mal ein heiliges Werk zu verrichten. Und noch dazu so eine einfache Aufgabe, das Licht im Leuchtturm zu löschen. Ich meine, Almsivi ist das Ende der Worte. Eine Sache noch. Wie seid ihr an den Wachen vorbeigekommen? Oh, das war leicht. Ich habe einen Schlaftrunk in das Ale getan, das sie anlässlich des Geburtstags von Wachhauptmann Betes bestellt hatten. Keine Stunde später waren die Wachen bewusstlos. Ich hoffe, ich kann erneut zu Diensten sein. Für das Tribunal. Jawohl, Almsivi ist das Ende der Worte. So ist es. Jetzt erfahren wir gar nicht, was die anderen drei erzählt hätten. Das ist bedauerlich, aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich gewusst hätte, dass sie die richtige Zielperson ist, wäre ich zuletzt hierher gekommen und hätte erstmal die anderen befragt. Aber gut, Queststatus. Sprecht mit Demina Salvi. Und ihr werdet es bereuen. Ja. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Dass ich irgendwas bereuen werde, wenn ich dies und jenes nicht mache. Da gibt es noch Zettel, die sie beim ersten Besuch hier noch nicht mitgenommen hat. Aber es soll uns nicht jetzt kümmern.
Die kann ich auch privat holen. Ohne, dass mir 1 Million YouTube-Zuschauer über die Schulter gucken. Hust. Unglücklicherweise fanden sich im Wrack des Schiffs keine weiteren Hinweise. Habt ihr im Zuge eurer Untersuchung irgendwas herausfinden können? Marise Rotrano meinte, das Tribunal hätte sie angeheuert, um das Licht im Leuchtturm zu löschen. Die junge Frau, die beim Gemüsehändler arbeitet? Ich bezweifle, dass ihr das Tribunal so etwas Leichtsinniges auftragen würde. Habt ihr irgendwelche anderen Beweise, abgesehen von ihrem Wort? Ich habe diese Notiz in einem hohlen Baum gefunden, zusammen mit einem Rubin, der als ihre Bezahlung diente. Hm, das ist verstörend. Dieses Pergament fühlt sich so an wie die Bögen, die Gouverneur O'Melian eigens in Hochfels bestellt. Ihr werdet mir noch eine Probe davon aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs besorgen müssen. Nur so können wir Gewissheit haben. Könnt ihr denn den Gouverneur nicht einfach nach ein paar Bögen fragen? Nicht, wenn ich bei ihm den Eindruck vermeiden will. Ich würde stark vermuten, dass er mit den Sklavenjägern zusammenarbeitet. Oder mit dem Tribunal. Auch wenn ich das nach wie vor für ein Lügenmärchen halte. Nein, wenn ich ihn zu früh aufschrecke, wird er einfach nur seine Spuren verwischen. Ihr wollt also, dass ich Papier aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs stehle? Nicht in seinem Arbeitszimmer. Er bewahrt sie in seinen Privatgemächern auf, in die man über das Wachhaus gelangt. Doch ich würde nie an euch herantragen, dass ihr in seine Gemächer einbrecht und einen leeren Bogen von seinem besonderen Pergament stehlt. Das wäre gegen das Gesetz. Versteht ihr mich? Vollkommen. Das würde ihr nie an mich herantragen. Ich verstehe. Ich besorge nicht noch einen Bogen Pergament aus den Privatgemächern des Gouverneurs und dringe nicht in seine Privatgemächer ein. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Jo, gut. Damit ist klar, was wir als nächstes zu tun haben. Hier mache ich mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in Folge 662.